Hamburg gegen Bayern. Zum 11. Mal kommt es im DFB-Pokal zum Nord-Süd-Klassiker. Die Bilanz spricht klar für den FC Bayern. 7-mal gingen die Münchner als Sieger vom Platz. Das letzte Duell gab es im Februar 2014. Dort gingen die Hanseaten vor eigenem Publikum mit 0:5 unter. In der diesjährigen Bundesliga-Saison konnte der HSV beim 0:0 gegen den deutschen Rekordmeister immerhin einen Punkt einfahren. Die Bayern sind in dieser Saison wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagen und sind daher hoher Favorit gegen den HSV. Die Münchner müssen allerdings wie schon gegen Gladbach ohne Flügelstürmer Arjen Robben auskommen. Der Niederländer konnte zwar am Abschlusstraining teilnehmen, reiste aber dann nicht mit der Mannschaft nach Hamburg. Der Grund sind andauernde muskuläre Probleme.